Zurück in die Zukunft. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm des Forums 2018. Das heißt, die Vergangenheit bearbeiten, verarbeiten, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Zum Beispiel in dem Film Waldheims Walzer von Ruth Beckermann, der sich mit dem Präsidentschaftswahlkampf von Kurt Waldheim vor 30 Jahren beschäftigt, einem Mann, der damals vergessen wollte, dass er mal ein Nazi war. Sehr aktuell. Oder der Film Unas Preguntas von Christina Konrad. In der gleichen Zeit entstanden die Bilder in den 80er Jahren in Uruguay, wo es um das Vergessen und Erinnern an die Militärdiktatur geht. Unas Preguntas ist ein Lehrstück in Sachen Demokratie, eine Volksbefragung zum Thema Gedenken und Vergessen. Die Zugänge sind dabei sehr unterschiedlich. João Viana beispielsweise begibt sich ins Mosambik von heute, um in dem Film Our Madness den Geistern der kolonialen Vergangenheit nachzuspüren, die uns noch heute verfolgen. Oder der polnische Film Tower Bright Day, der in der nahen Zukunft spielt und eine Familie beobachtet, die ihre eigene Geschichte nicht verarbeiten konnte. Die unterschiedlichsten Formate bauen die Brücken zwischen den Zeiten. In Super-8-Ästhetik geht der Dokumentarfilm Jamilia der Frage nach, welche Bedeutung der Roman von Aitmatov auch heute noch für das Selbstbild kirgisischer Frauen besitzt. Auch ein Animationsfilm kann politische Sprengkraft besitzen. So setzt sich die chilenische Arbeit La Casa Lobo mit dem Vermächtnis der faschistischen Colonia Dignidad auseinander. Zur Programmatik des Forums gehört auch das Rütteln am filmischen Kanon. Dieses Jahr zeigen wir japanische Underground-Filme, ein Epos aus Nigeria, einen mexikanischen Wrestling-Film und einen jugoslawischen Film der Schwarzen Welle mit dem Titel When I'm Dead and Pale. Vor allem aber kommen die Geschichten vom Kübelkind von Ulla Stöckel und Edgar Reitz zur Wiederaufführung. 1971 entstanden im Gründungsjahr des Forums als ein Statement, sehr kühnes Statement, für neue Wege jenseits des herkömmlichen Kinos. Wir wünschen im aktuellen Forum solche Entdeckungen.